Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ihr seht schon, die Anlage ist jetzt so gut wie fertig. Wir werden jetzt noch hier hinten schnell einen Schornstein in die Ecke packen, den großen. Und dann dementsprechend, dass wir die Gase ableiten können. So. Dann sollte das hier dementsprechend passen. So, dann können wir jetzt hier die Anschlüsse noch machen für die Ableitung und dann sollten wir die erste Energieproduktion aus Dampf haben. Jetzt müssen wir bloß wieder ganz schnell Konstruktion 2 produzieren, damit es hier in den Gang geht. Und dann sollten wir hoffentlich auch vom Diesel her das leer kriegen. Der kriegt das schon hinterher, komm schon. Nein, jetzt ist schon wieder eine weg. So, dann ist der Teil schon fertig. Da müssen die kleinen Anschlüsse. Ich will echt das. Oh. Die machen immer das, werde ich auf was ich gerade gar keinen Bock habe. Ich würde gerne erst die kleinen Teile hier fertig machen. Damit halt die Verbindung läuft, ne? Dann geht es nicht auf einen Schlag durch. Na komm. Na komm, so. Nein, da brauche ich drei für. Komm schon, die drei kriegen wir noch. Komm. Steiger die Produktion. Also wir haben 300 Konstruktionen jetzt hat. Dankeschön. So, das Gas wartet aktuell nur drauf, durchgeleitet zu werden. Wie viel brauchen wir denn noch? 13. Jetzt sind wir schon bei 7. Bedeutet, die Richtung passt. Ich bin gespannt, wenn das Ding losgeht. Rein theoretisch macht jedes von dem einen Megawatt. Bedeutet, wir hätten hier 2 Megawatt liegen. Ja, jetzt haben sie es gerade geklaut. Dann, wo ich es einsetzen wollte. Ach, die sind schon so frech, ne? Die sind richtig frech. 31 Monate Nahrung. Was willst du mehr sehen? Schnelllieferung und das Gas geht rein. Die erste Turbine fährt hoch, das erste Schwungrad geht an. Und alles läuft. Alter, läuft es gut. Schau dir das an. Verbundene Welle. Mechanische Energie, die gespeichert ist, sind mittlerweile... Ja, da füllt sich schön an.
Aktuell läuft sogar nur einer. Der eine kriegt das ganze Ding aufgefüllt. Ich glaub's ja kaum. Bedeutet, die da hinten sollten eigentlich aus sein. Ausgänge 0. Und hoffentlich wird dann dadurch auch der Verbrauch von Diesel mal gesenkt. Das, was natürlich ich hier jetzt gebaut habe, ist natürlich komplett übertrieben. Ohne Frage. Aber es ist halt trotzdem sehr, sehr praktisch. Und mit den großen Turbinen haben wir sonst jederzeit noch ein bisschen Energie im Hinterhalt. Wenn wir es jetzt sehen. Die haben sich schön stabilisiert. Teilweise sind die noch nicht mal hochgefahren. Sieh die an, die da hinten läuft nicht mal. Wir laufen pur auf Wasserenergie, sozusagen. Also ein bisschen Kohle und so Zeugs. Aber es läuft. Gib dir das, das ist der Wahnsinn. Es funktioniert so gut. Der da hinten passt an, so wie viel gebraucht wird. Also sind 600... 1200, 1,2 Megawatt, die wir aktuell produzieren. Stand da nicht, dass die 500 produzieren? So, by the way. Ach schau, jetzt hier die Mühle und die Backanlage. Bedeutet, wir könnten jetzt rein theoretisch Weizen produzieren. Und damit Brot. Und die haben jetzt das Ganze für die Stahlproduktion auch schon. Was ich aber eher am überlegen bin, ob wir nicht noch eine komplette Anlage von dem hinstellen. Es ist halt sehr eine wankende Produktionsleistung. Wir haben ordentlich. Es funktioniert halt. Und es ist richtig gut auch noch. Ah, die Tanks werden trotzdem leerer, habe ich das Gefühl. Ich habe trotzdem das Gefühl, als ob unsere Tanks immer leerer werden. Oder tun wir irgendwie down was auspumpen? Weil der eine, okay, der eine produziert jetzt, aber das ist eine Anlage, die produziert. Wie kann die ein ganzes Schiff auslasten? Genau, wir müssen brauchen rein theoretisch hier noch einen Tank. Den können wir jetzt mal bauen. Flüssigkeitsspeicher. Hätte ich gerne hier. Und genauso für das Zeug. Das muss jetzt, wo ist denn das wieder? Hätte ich gerne noch eine Tankstelle hier vor. Und dann können wir dementsprechend hier zwei Rohrleitungen legen. Den hier dementsprechend rausführen. Natürlich muss hier Diesel rein. Und es sollte immer so ein bisschen was auf Lager bleiben. Kalk ist auch wieder voll, wie es scheint. Das Eisenlager nicht wirklich, aber wir produzieren auch wie irre noch Stahl. Alter, wie viel wir schon auf Lager haben für Konstruktionsteile. Holy shit. Jetzt wird langsam die Produktion wieder. Aber scheint so, als ob wir langsam die Tanks vollkriegen. Kann das sein? Also es scheint halt so, dass er die eine Seite jetzt noch zum Produzieren bringen muss.
Aber er füllt wieder langsam auf, scheint's. Der kriegt's noch nicht ganz hin. Er fährt wieder los. Aber ich habe das Gefühl, dass langsam mehr wird, wieder, dass wir produzieren können. Also ich glaube halt echt, dass wir jetzt gerade die Wende gemacht haben mit dieser Produktion hier. Aber jetzt sind wir bei 2,7. Jetzt sollte ja die Energie nicht mehr ausreichen, richtig? Einer von denen muss dann anlaufen. Okay, wenn die kurz Unterstützung leisten, ist das ja nicht schlimm. Alter, ich finde es so cool, die Energie hier, die wir produzieren. Die werden natürlich danach noch verbessert. Es gibt danach noch, wir können mal hier in dem Wissenschaftsbaum schauen. Es gibt hier später, habe ich gesehen, hier noch die Energieerzeugung 3. Wir haben jetzt gleich Energieerzeugung 2 erforscht, oder? Nee. Haben wir Energieerzeugung 2 erforscht? Aber kann ich das kurz aus der zweiten Schlange entfernen? Ah, nee, dafür brauche ich Konstruktion 3. Ich würde nicht gerne das größere Modul hier haben. Damit können wir noch mehr verschippen. Abfallsortierung. Können wir Schrott rausholen, Wartungsdepot. Verbrennungsanlage, Heizkessel, Kohle. Biomasse, okay. Schwefelverbrennung. Große Fahrzeuge vor allem. Große Fahrzeuge sind dann so der Traum. Ships Fuel. Cargo Ships Fuel Consumption reduces by 10%. Kraftstofffahrzeuge bei Fahrzeugen. Oh, das ist gut. Nee. Schau, der Tank ist auch schon wieder fast leer. Er pumpt den jetzt zwar gut auf, aber der Tank hat auch ordentlich gelitten wieder. Ich glaube, wir brauchen unbedingt eigentlich dieses Reduzieren von... Kann ich irgendwie die Warteschlange anpassen einfach? Das wäre einiges cooler, weil ich würde halt ihn gerne... Schauen, ich hätte gerne, genau, dass er 2 ist. Dann machen wir dich. Bis wir dahin kommen, dauert es eh eine Zeit. Danach die Wasserzurückgewinnung, weil da können wir den Dampf wieder zurück in Wasser verwandeln. Und somit so einen ganz kleinen, ja, Kreislauf bauen. Was natürlich herbe genial ist. So, schauen wir hier. Jetzt können die nicht hier vor Ort tanken und müssen nicht immer umherfahren. Was natürlich nichts bringt, wenn ein Schiff hier getankt werden muss, ne? Ah, das ist voll. Bedeutet, ich würde jetzt gerne dem Schiff nochmal einen Auftrag geben. Schau dir nochmal hier hinter das Gebiet an. Ich würde nicht gerne noch ein weiteres Ölrig finden, damit wir einfach die Ölproduktion oder Ölmenge erhöhen können. Also irgendwie scheinen wir echt so massig zu brauchen, dass der hier... Schau, die müssen nachproduzieren, damit überhaupt die Rohre wohl voll werden. Das ist halt komisch. Wie voll ist der noch? Ja, der hat noch einiges dabei. Also ein halber Tank noch, aber... Es wird ja immer leerer.
Bedeutet, wir brauchen eigentlich wirklich dringend die neue Produktion. Dann müssen wir jetzt das Kabel schnell legen. Ah, wir sind mal wieder in ein Kampfgebiet gefallen. Juhu! Warum immer ich? Alter, was ist denn das für ein... Also das ist heftig. Eine Verkabelung hier außenrum. Bedeutet aber auch, ich kriege hier bestimmt eine Verkabelung unten drunter drum, die dann hier das gegen Öl ablöst. Kann ich nicht einfach sagen, schnell liefern? Setzen wir mal wieder aus. So. Dann war es jetzt so. Wir haben Destillationsstufe 1. Da kommt Öl rein. Kann ich Leichtdestillat und Schweröl ableiten? Gut. Das Problem ist, ich muss ja irgendwie schauen, dass ich das hier hin produziere jetzt. Und dann an das System anschließe. Gott, hat das Ding viel Anschlüsse. So. Ich hätte gern zwischen denen vier Platz oder so. Dann müssen wir in Destillationsstufe 5 übergehen. Theoretisch gerade so fast drüber, also zwei daneben oder sowas. So, das wird dann die Anlage, die wir brauchen. Dann muss ich jetzt schauen, dass ich dementsprechend die Anschlüsse mache. So. Dampf und Dampf hier rein. Ich sag's euch, das wird wieder ein Aufwand. Aber wenn wir halt das ablösen können, stilllegen und dann hier das normale Zeug rein,
Dann sparen wir uns als erstes auch den Abgang hier. Und wir können das Ganze ein bisschen besser produzieren und haben wieder am Ende hoffentlich Sachen übrig. Vorteil ist, wir haben jetzt halt Konstruktionsteile 1 wie Hölle. Bedeutet, die können produzieren jetzt. Weil die Tanks werden halt sekündlich fast leerer. Und das macht es jetzt nicht besser aktuell. Gut. Ich will nochmal gucken, weil ich könnte sein natürlich, dass ich jetzt scheiße baue. 16 kommt aus einer Maschine raus. Du brauchst 16, oder? Die tut halt wirklich 1 zu 1 übernehmen. So, und ihr übernimmt dann auch gleichzeitig bitte die Rohrleitung 2, die ich hier oben drauf produziere. Das teilweise zu planen ist echt schwer. So. Aber langsam wird's, gut. Ich brauche dann Gasfackeln. Wie viel kostet so eine blöde Gasfackel? Ach komm, da bauen wir an jedes Ding einfach eine rein. So. So. Dann brauchen wir hier noch das Rohr. So. Alter, das ist schon wieder zu heftig. Dann schnappen wir uns von der richtigen Ölleitung. Hier noch ein Anschluss. So. Fertig liefern. Dann wäre das soweit fertig. Dann muss es danach nur noch am richtigen Rohr angeschlossen werden. So. Schau mal, die sollten dann die alte Fabrik übernehmen können eigentlich. Ich bin gespannt, ganz ehrlich. Bin richtig gespannt. Aber das will ich nur mit euch jetzt hier noch durchmachen. Ist hier noch ein Konstruktionsstück?
dann eigentlich nur noch wirklich der Anschluss ans Gas. Du kriegst Sohle wahrscheinlich, oder ist das Sohle, was hier rauskommt? Ne, saures Wasser. Du kriegst saures Wasser. Also du nimmst einfach alles an, genau. So, dann sagen wir eben hier, baue das fertig. Na komm. Zieh hoch, es ist alles drin, was du brauchst. Es fehlt nur noch der Dampf fast. Oder fast, es fehlt nur noch der Dampf. Und das ist ein kleiner Witzi-Anschluss hier. Und los geht's. Jetzt dürfen alle Dampfmaschinen wieder arbeiten. Unsere Rohre füllen sich mit Dampf entlang unserer Küste. Auf die Idee bin ich aber davor auch noch nie gekommen, ne? Dampf mit hoher Druck. Kommt hier rein, verteilt sich. Die erste Anlage startet. Die zweite Anlage startet auch. Die Fackeln gehen an. Schauen wir mal, wie gut das unterstützt. Kann ich hier die Priorität? War das jetzt saures Wasser oder was war das grüne Zeug, das hier, was hier rausgeflogen ist? Huch. Ja, das schaut nach dem sauren Wasser aus. Der Dampf scheint jetzt auch gut unter Kontrolle bekommen zu haben. Jetzt dampft und qualmt's hier. Und wenn alles gut geht, sollte sich jetzt in Zukunft die meiste Sache erholen und wir können das Ganze wieder neu bauen und wiederholen und wiederholen. Und wir haben eine funktionierende Produktion. Das Ziel wäre am Ende natürlich irgendwo, also hier kriegen wir keinen extra Dampf raus, oder die können wir auch nichts neu machen. Später wäre natürlich der Plan, vielleicht eins der zwei Öle zu sammeln und dementsprechend hier runter zu bringen, dass wir von Kohle wegkommen. Aber wir haben für die nächste Zeit absolut kein Kohleproblem. Dafür, wie es ausschaut, aktuell schon ein Dampfproblem. Wie schaut's aus? Laufen die auf voller Last noch? Ich habe Angst, dass ich die Dampfanlage jetzt kaputt gemacht habe. Hupsi. Das wäre nicht gut. Warte, das geht nicht so. So, warte mal. So, produziert mal das Zeug. Je höher die Lieferrate, desto besser ist es. So, alle schnell liefern.
Ist es, weil wir zu wenig Wasser haben? Nee, weil keine Kohle mehr da ist. Shit. Okay, Leute, aber das Problem müssen wir uns beim nächsten Mal anschauen. Denn es ist genau das passiert, was ich gedacht habe. Wir haben viel zu wenig Kohle aktuell. Die Frage ist, woran liegt es? Zu wenig Bagger, zu wenig LKWs? Ich kann jetzt zwar noch einen zulassen, aber irgendwo werden wir wahrscheinlich aktuell ein riesiges Kohleproblem haben. Aber na gut, Leute, ich hoffe, dass unsere Energieproduktion trotzdem darunter jetzt nicht leidet. Aktuell scheint noch alles in einigermaßen guten Wegen zu funktionieren und mit den Batterien hier schaffen wir das auch ein bisschen zu halten noch. Unsere Tanks füllen sich dafür mittlerweile wieder, was natürlich sehr schön ist. Und bedeutet, dass bald hier die Kohleproduktion auf jeden Fall ausgeschaltet werden kann. Und dementsprechend mehr Kohle und mehr LKWs fehlen zur Verfügung stehen. Und wir schauen können, dass wir weiterhin Energie weiter so produzieren können. Aber gut, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.